Oder? Im Lehr. Ich will dir mal was erzählen. Ohne Schwurst beim Doktor. Bei so einem Magen-Darm-Spiegelung. Schon das als junger Mann ja für etliche Jungen schon einmal gemacht hat. Hey, da kommt der Kerl mit zu einem Ruhr. Weißt du so? Mit zu einem Ruhr. Das glaubt dann heute gar keiner mehr, warum das auch erzählt. Du erst mit der Hals alles länger waren, was der von hinten geschubt hat. Ist ja heute nicht mehr so schlimm. Der Doktor möchte das ja schon seit Jahrzehnten. Und Bruder Wolfgang hat gesagt, der Doktor, der kennt eine Gegend an die Arschlöcher. Woher der Wolfgang das was, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber wie gesagt, die Untersuchung ist ja heute gar nicht mehr so schlimm. Die hat mir Spritze gegeben. Und als ich ein bisschen mehr bei einer Stunde geschlafen, da war alles geschehen. Aber der Tag vorher, ich kann am so, was eine Quälerei. Da musste der zweimal zu Pulver urieren. So ein Weißbräu sieht aus, wie der im Fernsehen beim Dschungelcamp, was der da immer gesoffen hat. Und dann musst du alle halb Stunde 0,3 Liter Wasser oder Tee trinken. Wasser oder Tee. So dumm, Bräu, so dumm. Also das ist sowieso nichts. Oder ich einen Glauben im Dorfbund sitze, da oben beim Thomas. Da habe ich kein Problem mit 0,3 in einer halben Stunde. Da läuft das auch bei Lombeele. Stundenlang. Naja, aber man muss es halt mal machen lassen. Ist ja auch noch alle 5 Jahre. Ich muss das nicht erschrecken.